die Gelegenheit geben, dieses Gespräch zu führen mit der Kinderbuchstabensuppe. Wir haben ja vom Oettinger Verlag erfahren, dass das SAMS dieses Jahr 50 Jahre alt wird und Sie mit dem SAMS ein tolles Jubiläum feiern. Was ist Ihnen da bisher so passiert? Mit dem SAMS oder überhaupt? Ja, mit dem Jubiläum erstmal so aktuell. Mit dem aktuell. Jubiläum, es gab etliche Anfragen von Zeitungen und ich habe einige Interviews gegeben. Auch eines zusammen mit Anne. Das bezog sich aber eher auf mein Stück Opa, Bär und Demenz. Also es geht um das Thema Demenz, vereinfacht dargeboten für Kinder. Ja. Schön, dass Sie das ansprechen. Das Interview war, glaube ich, in der Mainpost. Ja. Meine Eltern haben mir das weitergeleitet. Ich habe das am Wochenende gelesen und es ist ein sehr bewegendes Interview und auch ein wirklich wichtiges Thema für Kinder. Ich habe jetzt auch gesehen, da gibt es auch schon viele Termine. In einem LKW wird das, glaube ich, aufgeführt. Die Anne hat einen Theater-LKW, mit dem sie von Kindergarten zu Kindergarten fahren kann, je nachdem, wer sie haben möchte oder angefragt hat. Und da passen dann so etwa 20, 25 Kinder rein und vorne ist eine kleine Bühne und da kann sie unser Stück spielen. Etwas, was Kinder und Eltern gleichermaßen vielleicht kennen. Manche Eltern haben das ja vielleicht auch selbst gelesen. Heute bei uns steht es ja auch im Hintergrund. Lesen wir es selber vor. Wie kam es denn zu dieser Idee mit dem SAMS vor 50 Jahren? Haben Sie zum SAMS gefunden oder das SAMS irgendwie zu Ihnen? Wie kann man sich das vorstellen? Es gab zwei Stationen. Also ich habe ein Kindertheaterstück gespielt, der König, nicht gespielt, sondern geschrieben, Der König in der Kiste, das wurde in Hamburg uraufgeführt. Und da gibt es eine Schauspielertruppe, eine Puppenspielertruppe, die haben so einen Wagen dabei, wo man vorne dann ein Türchen aufmacht, da ist eine kleine Bühne und dann spielen sie ihre kleinen Theaterstücke. Und da hatte ich mir ausgedacht, dass in einem dieser Stücke, das sie da spielen, ein SAMS kommt. Das war so eine Klappmaulfigur, die man also nimmt mit Daumen und Hand. Ja. Und die habe ich genannt, das SAMS. Und das war damals noch ein ganz gefräßiges Wesen. Es hat alles aufgefressen. Es kam am Samstag, hat Kühe, Menschen, Häuser, alles aufgefressen mit diesem Klappmaul. Und der Regisseur sagte, es war eine hübsche Idee, die passt aber nicht zum übrigen Stück. Dann habe ich das ersetzt durch ein Lied, ein Loblied auf den Haushofmeister, weil es ja ein Märchen war. Und das landete in der Schublade. Irgendwann später habe ich es dann entdeckt, 2, 3 Jahre später. Dachte, es ist eigentlich eine hübsche Idee, der Sams kommt am Samstag. Und was ist mit den anderen Wochentagen? Ja, am Donnerstag könnte es donnern, am Sonntag könnte die Sonne scheinen. Und so hat sich langsam die Geschichte entwickelt mit der Hauptfigur Sams. Ja, das ist spannend. Vor 50 Jahren, wie gesagt. Ja, und hatte das dann damals am Anfang schon dieses unverwechselbare Aussehen oder hat es sich von dieser ursprünglichen Fressmaschine weiterentwickelt? Ich finde, dass ich Sie unterbreche, aber es hat sich nie geändert. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich das SAMS so hatte, wie ich es mir in meiner Fantasie vorgestellt habe. Ich habe verschiedene Skizzen gemacht. Rote Haare waren mir wichtig, Sommersprossen. Aus Versehen habe ich ihm dann mal blaue Sommersprossen gemacht, weil ich vergessen hatte, die Pinselfarbe vom Taucheranzug auszuwaschen. Dann wollte ich die schon fast abtupfen mit einem Papiertaschentuch. Das kann man, wenn man aquarelliert und die Farbe ist noch ganz nass. Und dann dachte ich, nee, also ich erfinde ja gerade das SAMS und kann ihm alle Eigenschaften geben, die mir passen. Ich behaupte einfach, das SAMS hat blaue Sommersprossen. Dann habe ich die braunen weggemacht, die am Anfang da waren, die langsam blau wurden. Und dann hat es blaue Sommersprossen und dann hat es noch ein paar Tage gedauert, bis ich dachte, die könnten eine besondere Bedeutung haben. Und dann wurden es die Wunschpunkte. Das ist schön, auch wenn Kinder das später hören, dass aus einer Farbe, und man ärgert sich vielleicht, was ganz Tolles entstehen kann und was vielleicht erstmal so ein Fehler ist, hätte eine andere Farbe sein sollen, ist dann das letztendlich entstanden. Sehr schön.
Und die Schweinenase, wie kam es dazu? Weil das finden die Kinder ja, glaube ich, auch geradezu großartig. Ja, bis auf die arabischen Kinder, also Ah, die ja. muslimischen Kinder, die also in der arabischen Übersetzung hat man, ich sage inzwischen dann immer Steckdosennase vor Muslimen, ja, ah, ja. Das eher akzeptiert. Ja, im Arabischen ist ja das Schwein ein unreines Tier und deswegen hat man in der arabischen Übersetzung meine Bilder zwar genommen, hat aber die zwei Punkte weggemacht und jetzt hat so eine Art runde Clownsnase. Und auf das Aussehen kam ich, indem ich halt verschiedene Entwürfe gemacht habe und dachte, ja, sieht es zu sehr wie ein Kind aus. Man muss merken, das kommt aus einer Fantasiewelt. Meine Kinder haben mir über die Schulter geschaut, sagten, jetzt sieht es aber aus wie ein Alien, als käme es vom Mars. Ah gut, dann mache ich es nochmal neu. Und irgendwann stand da das am so, wie es jetzt zu sehen ist, mit dieser Rüsselnase und den roten Haaren und den blauen Punkten. Und ich sagte mir, ja, genau so ist das Sams. So kann es bleiben. Und der, jetzt einen Moment haben wir schon gehört, wie das so für internationale Lesungen oder in internationalen Varianten vielleicht ankommt, das Sams. Wenn wir mal beim Sams bleiben, was war denn so in diesen letzten 50 Jahren für das Sams selbst so der glücklichste Moment? Weil es ist ja sein Jubiläum auch. Was war da vielleicht der glücklichste Moment? Das Sams, wahrscheinlich, als es mit dem allerletzten Wunschpunkt gewünscht hat, ich wünsche, dass ich für immer bei Herrn Taschenbier bleiben darf und der Punkt verschwunden ist und es wusste, es darf jetzt bei seinem Papa in der Menschenwelt bleiben, wo es eigentlich hin wollte. Und auch so ein vielleicht etwas traurigerer Moment, hat das Sams da auch mal einen gehabt? Es gab natürlich viele komische und witzige in den Theaterstücken, in den Büchern, in den Filmen, in allen Ausprägungen. Gab es da irgendeinen, der auch für das Sams recht traurig war, wo ihm vielleicht auch mal das Lachen im Hals stecken geblieben ist? Da müsste ich überlegen. Also im dritten Sams-Buch habe ich ein Bild gezeichnet, da sitzen nebeneinander Taschenbier und Sams und dann beide die Hand, den Kopf auf die Hand gestützt so und denken offensichtlich nach und machen ein trauriges Gesicht. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, warum die so traurig sind. Vielleicht, weil das mit dem neuen Wunschpunkten nicht klappt. Wenn wir nochmal so eine Zeitreise machen, wir haben uns überlegt, wenn so ein Sams vielleicht einfach auch schon in ihrer Kindheit existiert hätte. Also da war natürlich Kinderliteratur noch mit einem ganz anderen Auftrag versehen und sowas Fantasievolles fehlte ja an der Stelle. Ja. Aber nehmen wir mal an, das Sams hätte es in ihrer Kindheit gegeben. Was hätte es da so angestellt? Ich weiß es auch nicht, wenn ich hätte wünschen dürfen, dann hätte ich wahrscheinlich gewünscht, dass mein Vater so ist, wie er war, als ich ein drei-, vierjähriges Kind war, ein ganz liebevoller Vater. Als er nämlich aus dem Krieg zurückkam, war er irgendwie anders, war gebrochen und war nicht mehr der Vater meiner Kindheit. Das hätte ich mir wahrscheinlich vom Sams gewünscht. Also dass das einfach diese Autobiografie auch begleitet und für Sie da gewesen wäre als Wunscherfüller. Ja. Und wenn wir das Sams in die Zukunft schicken, das haben wir uns auch überlegt. Sie schreiben weiter das Sams. Das ist eine ganz große Freude für uns. Wenn das Sams irgendwie in die Zukunft reisen könnte, was würde es über unsere aktuelle Welt denken? Was würde es sich wünschen? Es würde wahrscheinlich wünschen, ja, ich überlege gerade, dass die Welt so wäre wie im 19. Jahrhundert. Als die Industrie noch nicht so groß war, noch nicht die Welt so vergiftet, noch nicht Konflikt, es noch keine Atomwaffen gab und nicht Konflikte im Raum standen und möglich wären. Ich habe ja den Zweiten Weltkrieg als Kind erlebt, meiste Zeit im Luftschutzkeller. Und weiß, wie fragil die Zustände sind und wie schnell es wieder umkippen kann in eine ganz gefährliche Situation. Also
es fehlt ein bisschen, ich will nicht sagen das Urvertrauen, aber man weiß mit dieser Erfahrung im Hintergrund, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Zustände so bleiben, wie sie gerade im Moment sind. Und wenn Sie da jetzt an die aktuelle Situation denken, Herr Ma, also gerade auch die Kinder in den Schulen, ich hole mal ganz weit aus, wir verlassen vielleicht mal kurz das Sams. Es ist ja so, dass Kinder es immer schwieriger haben mit dem Lesen und jedes vierte Grundschulkind kann nach der Grundschule nicht sinnerfassend lesen. Zu Hause fehlen vielleicht die Bücher, das Vorlesen, allein diese Situation oder mal in die Bücherei zu gehen. Die Schule alleine kann das Lesen lernen nicht auffangen. Ja. Lesen ist wichtig, um Informationen zu verstehen, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Demokratie, Wahl, da hängt alles dahinter. Was Und sind Ihre Ideen dazu? ja, ich kann eigentlich nur spannende oder lustige Erstlesebücher schreiben und hoffen, dass die Kinder das lesen und dadurch zum Lesen kommen. Aber ich bin da ein bisschen pessimistisch. Ich habe vor kurzem eine Lesung gehabt in Münster. Da hat man mich in eine Turnhalle geschickt. Die Kinder saßen auf Matten. Es waren etwa 200 Kinder. Ich fragte, wer von euch hat denn Bücher zu Hause? Keiner. Dann sagte ich, wer von euch kennt das Sams? Dann hat sich ein einziges Mädchen gemeldet und sagte, ich habe es im Film gesehen, im Fernsehen. Das ist so die übliche Situation. Und das ist natürlich, wenn man denkt, wenn die jetzt mal älter werden und erstens mal fehlt ein bisschen das Einfühlungsvermögen in andere, in dem Moment, wo man liest und in eine Figur hineinsteigt und mit ihr empfindet, schult das die, was ich schon gesagt habe, die emotionale Intelligenz. Man merkt, wie andere fühlen, man fühlt sich mit ihnen verbunden. Und wenn das fehlt, fehlt schon ein bisschen, dann kommt es eben zu Zuständen, die man immer wieder liest. Wir haben in der Grundschule auch gerauft. Und manchmal wollte man wissen, wer der Stärkere ist. Und dann gab es eine Rauferei auf dem Schulhof in der Pause. Und wenn einer am Boden lag, dann hat der andere sich als Sieger gefühlt. Heutzutage liest man, dass es damit nicht zu Ende ist, dann wird der Besiegte noch getreten und geschlagen und bekommt Fußtritte und muss aufpassen, dass er nicht auch noch irgendeinen Knochenbruch kriegt. Also die Sitten sind viel rauer geworden, die Kinder sind nicht mehr so, ja, wie soll ich sagen, so wie wir es, so emotional gefestigt. Ja, diese Empathie, was löst das aus, wenn ich das tue, ne? Empathie Diese fehlt, ja. Konsequenz meiner Und es, Handlung. ja, und es ist eine Entwicklung, die mir natürlich Sorge macht. Ja. Also, das ist es auf den Punkt gebracht, sobald wie es geht an Bücher gewöhnen, im Kindergarten schon, in der Grundschule noch viel mehr, aber da. Ja, der Grundstein ist wirklich auch so in den ersten Jahren, wirklich schon ab Krippenalter, Kindergartenalter, Leseecken einrichten, dass die Kinder einfach damit in Berührung kommen, ja. Ja, also es ist vielleicht ein bisschen eine verwegene Theorie, wenn ich sage, ein Kind, was regelmäßig liest, würde nie so brutal sein wie die Kinder, von denen man in der Zeitung liest, erfährt, um nicht zweimal lesen zu sagen. Innerer Lektor. Es ist eine gute Theorie. Ja. Herr Ma, Sie haben im Dezember Geburtstag. Bis Ja. dahin haben Sie bestimmt noch einige Termine, oder? Ich habe gehört, im Ja. Oktober sind Sie noch mal in München. Können Sie uns da noch mal ein bisschen erzählen? Sie haben ja wirklich viel zu tun. Und wann finden Sie die Zeit, am neuen Samsband zu schreiben? Was steht so an? Heute zum Beispiel, Sie haben mich vom Computer weggeholt. Ich war gerade dabei, die letzten 10 Seiten auszudrucken, damit ich wieder in die Geschichte reinkomme, indem ich nochmal lese. Man muss ja immer wissen, was vorher geschah, auch wenn man das vor 3 Wochen geschrieben hat. Und
Ich werde jedenfalls weiterschreiben. Ich bin morgen in München, von da aus in Hößbach zu einer Lesung und dann habe ich insgesamt, ich glaube, 4, vielleicht sogar 6 Lesungen in Bonn. Also ich habe ein volles Programm. Schön. Herr Ma, vielen Dank. Ich möchte Sie gar nicht länger aufhalten, damit das Samstband pünktlich fertig wird. Es wird wann können wir zu Weihnachten oder zu wann können wir mit dem nächsten Samstband rechnen? Dürfen Sie das schon erzählen? Ich bin erst so auf Seite 40 und die Hauptfigur wird nicht das Sams sein, sondern das Mini-Sams. Ah, das Mini-Sams. Wenn man mit dem Daumen im Mund da steht und dann das den immer Daumen man rausnimmt und sagt, ich hätte da mal eine Frage, ja? Ich hätte und da mal eine Frage. Ja. Sehr schön, da freuen wir uns drauf. Herr Ma, vielen herzlichen Dank, alles Bitte Gute. Schön.